Herzlich willkommen, liebe Studierende, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum 14. und damit vorletzten Vortrag in der Ringvorlesung Lügenpresse, Medienkritik als politischer Breitensport. Und die Begrüßung gilt natürlich auch im Namen meines Kollegen und Mitveranstalters Volker Lilienthal. Ja, vor dem eigentlichen Vortrag ein kleiner Exkurs meinerseits. Wir leben ja in spannenden Zeiten. Und fast jeden Tag oder mindestens jede Woche wird uns aktueller Stoff geliefert für die Diskussion über Lügenpresse bzw. Medienkritik als Breitensport. Und diesmal kann ich nicht umhin, auf die Debatte zu verweisen, die am Wochenende im Anschluss an die Inauguration des neuen US-Präsidenten Trump gelaufen ist. Sie brachte nämlich einen neuen Begriff hervor, Alternative Facts. Und das, finde ich, muss man historisch einfach festhalten. Angefangen hat die Geschichte ja mit einer mit einem Sachverhalt, der eigentlich nicht sehr wichtig und politisch nicht sehr relevant ist, denn Donald Trump war ja nun mal gewählt worden. Und die Frage, die sich aber dann anschloss, war, wie viele Menschen kamen nach Washington, um dieser Inaugurationszeremonie teilzunehmen oder beizuwohnen. Das ist nun keine Frage, also die Größe von Teilnehmerschaft ist nun keine Frage, die sich sozusagen mathematisch exakt berechnen lässt. Man ist da auf Indizien oder Indizienketten angewiesen. Und in diesem Fall gab es Fotos, die natürlich also nicht sehr zuverlässig sind. Man weiß ja nicht, von welchem Zeitpunkt die stammen. Und es gab die Zahl der Tickets, die in Washington im öffentlichen Transportwesen verkauft worden war. Und anhand dessen konnte man sagen, also es waren jedenfalls bei Trumps Inauguration deutlich weniger als bei den zwei Inaugurationen von Obama davor anwesend. Der neue Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, wies aber in seiner ersten Pressekonferenz die anwesenden Medienvertreter zurecht, ihre Darstellung sei shameful and wrong, also schändlich und falsch gewesen. Und im Gegensatz behauptete er sogar, zu Trumps Inauguration seien so viele Menschen wie noch nie gekommen. Eine Behauptung, die man auf jeden Fall nicht beweisen kann, weil es gar nicht regelmäßige Zählungen gibt. Und dann eben der eigentliche Höhepunkt dieser Geschichte. Diese eigenwillige Sichtweise des Pressesprechers wurde von Trumps Beraterin Kellyanne Conway damit gerechtfertigt, es handle sich um Alternative Facts, alternative Fakten. Und der sie befragende Journalist Chuck Todd lässt sich also im Internet jederzeit nachgucken, beharrte darauf, alternative facts are not facts, they are falsehoods, sie sind Unwahrheiten, Lügen. Ja, was nun? Gelten noch die Begriffe von Fakten oder geht es nun darum, neue Begriffe einzuführen? Offensichtlich geht es jedenfalls um eine Diskurshoheit und Begriffsdeutungen, die eben in einer Art Kulturkampf, in einem öffentlichen kommunikativen Kampf neu definiert werden. Meine persönliche Sicht ist, das ist knallharte Sprachpolitik und ein wenig erinnert mich das an das Orwellsche Wahrheitsministerium, dass das System der New Speak, den Neusprech, erfindet im Gegensatz zum Altsprech. Im Neusprech werden Begriffe beschönigt, umgedeutet, komplett neu erfunden und neu definiert, sodass letztlich der Slogan Krieg ist Frieden den anhaltenden Krieg rechtfertigt. Und es wird Wortschatz reduziert und Grammatik simplifiziert, um nuanciertes Denken zu erschweren. Wir in der Journalistik, also in dem Fach, das sich mit Forschung und Lehre befasst, über den Journalismus befasst, sind gehalten, uns mit solchen Fragen der öffentlichen Kommunikation auseinanderzusetzen. Und mit der Frage auseinanderzusetzen,
wie können Journalistinnen und Journalisten heute ausgebildet und fortgebildet werden, wie kann der öffentliche Diskurs auch um die Funktion des Journalismus geführt werden, um hier undemokratische, menschenverachtende Politik zu verhindern oder sie jedenfalls zu kritisieren. So jedenfalls betrachten ich oder wir die Aufgabe der Journalistik. Heute haben wir einen Vortragenden hier, der aus der Journalismusforschung kommt, also aus der Journalistik, und der selbst auch den Ruf hat, recht streitbar und kritisch mit dem Journalismus umzugehen. Seine Forschungsarbeit bezieht sich zwar nicht auf Trump und Co. und die neuen Ereignisse, sondern auf Deutschland und die Deutungshoheit, um die hier gekämpft wurde, zum Beispiel in der Auseinandersetzung um die Ukraine-Krise. Und dazu hat er eben auch empirische Forschung betrieben. Ich begrüße also als Gast sehr herzlich Uwe Krüger, Medien- und Journalismusforscher aus Leipzig, kurz seine Vita. Er ist aufgewachsen in Sachsen und auf der Insel Rügen. Studium von 98 bis 2006 in den Fächern Diplomjournalistik und Politikwissenschaft an der Universität Leipzig. Volontariat bei der Leipziger Volkszeitung und danach wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für praktische Journalismusforschung und Redakteur bei Message, dem Fachmagazin für Journalismus. Beide Einrichtungen wurden früher jedenfalls von Professor Michael Haller geleitet, den wir hier ja bereits einmal zu Gast hatten. Heute ist Uwe Krüger ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Leipzig am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft. Weshalb wir ihn so gerne eingeladen haben, ist das Thema seiner Dissertation. Sie erschien 2013 unter dem Titel Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten, eine kritische Netzwerkanalyse. Also wirklich wie gemacht für unsere Reihe. Und diese Diss hat er dann auch in einer mehr populärwissenschaftlich geschriebenen Veröffentlichung überarbeitet, und sie ist unter dem Titel Mainstream, warum wir den Medien nicht mehr trauen, beim Münchner Beck Verlag 2016 erschienen. Uwe Krüger, so könnte man sagen, gibt der Kritik am Journalismus und dessen Vermachtung im Umgang mit Politik und Wirtschaftseliten einiges an wissenschaftlichem Unterfutter bei. Allerdings löste seine Dissertation und das Folgebuch auch eine lebhafte Kontroverse unter Journalistikforschern aus, in der es um Fragen der Methodologie und der Ideologiekritik ging. Umso gespannter sind wir auf seinen Vortrag. Wir freuen uns, dass er da ist. Lieber Herr Krüger, ich darf Sie bitten, nun haben Sie das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Professor Neverla, für die freundliche Einführung und für die Einladung auch an Professor Lilienthal. Das sind die beiden Einlader, die das zu verantworten haben, dass ich jetzt hier zu Ihnen sprechen kann. Schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich, Ihnen jetzt was erzählen zu können und freue mich dann danach, mit Ihnen auch ins Gespräch und in die Diskussion zu kommen. Ich selber bin ausgebildeter Journalist, habe auch volontiert und ich habe bei Michael Haller gelernt, also studiert und auch promoviert, und Michael Haller unterscheidet ja immer zwischen Sachverhaltsebene und Deutungsebene. Wenn jetzt also Trump behauptet, dass mit den Menschenmassen, das sei sozusagen Ansichtssache, dann ist das ganz klar, darüber kann man nicht streiten, das ist ein Sachverhalt, eine Zahl, die kann man ermitteln, und also was Trump dort macht, das geht nicht. Auf einer Deutungsebene, die darauf gesattelt ist, kann man sich streiten. Und ich glaube, diese Vertrauenskrise, die wir erleben, das ist vor allem ein Streit um Deutungen, um Narrative, in die dann Fakten wiederum eingebettet sind. Es ist ein Streit um Frames, um Rahmen, um Sinnhorizonte in der öffentlichen Diskussion. Darum soll es heute gehen. Also es gibt seit Anfang 2014 ja ziemliche Eruptionen, vor allem im Internet, Angriffe gegen Medienschaffende,
mit den Schlagworten Lügenpresse, gleichgeschaltete Medien, Systemmedien und Mainstream-Medien. Und ich halte fast alle dieser Begriffe für nicht produktiv und nicht konstruktiv, aber bei dem Begriff Mainstream-Medien würde ich sagen, kann man einhaken, kann man in den Dialog kommen oder einen Dialog anmoderieren zwischen Mediennutzern, die unzufrieden sind, die etwas vermissen, die Einseitigkeiten bemängeln in der Berichterstattung und zwischen Medienmachern. Ich habe hier, das ist vielleicht schlecht zu sehen, aber einen Fischschwarm abgebildet, um zu verdeutlichen, dass in einem Strom sozusagen es ein gleichförmiges Schwimmen auch dann geben kann, wenn es keinerlei Verschwörung gibt, keinerlei gleichschaltende Instanzen, dass es auch ein ganz natürlicher Effekt sein kann, wenn zum Beispiel Journalisten in eine Richtung schwimmen. Also das, darum soll es heute unter anderem gehen. Und dass der Begriff Mainstream ganz tauglich ist, um in einen Dialog zu kommen, zeigt sich auch daran, dass das auch schon Gemeingut bei Medienmachern ist. Also ich habe hier mal Zitate von Medienschaffenden angeführt. Kai Gnifke, der für die Tagesschau und die Tagesthemen verantwortlich ist, hat nach Kritik an der Ukraine-Berichterstattung gesagt, ja, möglicherweise sind wir zu leicht einem Nachrichten- oder dem Nachrichten-Mainstream gefolgt. Carola Wille, die ARD-Vorsitzende seit Anfang 2016, hat bei ihrem Antritt versprochen, Themen, Akteure und Meinungen auch außerhalb von Mainstream-Korridoren und der gängigen politischen Agenda aufzugreifen. Und Stefan Cornelius, der Außenpolitik-Ressortleiter der Süddeutschen Zeitung, hat schon 2006 mal im Interview gesagt, dass seine Korrespondenten mitunter unter einem Informations-Mainstream leiden, der durch die Zentralen getrieben wird. Und es ist nicht nur so, dass süddeutsche Korrespondenten unter einem Informations-Mainstream leiden, auch Frank-Walter Steinmeier hat ähnliche Gefühle geäußert auf einer Tagung, auf einer Gala von Medienmachern bei der Verleihung der Lead Awards im November 2014. Da sagte er vor Medienschaffenden und Verlagsmanagern, der Meinungskorridor war schon mal breiter. Es gibt eine erstaunliche Homogenität in deutschen Redaktionen, wenn sie Informationen gewichten und einordnen. Der Konformitätsdruck in den Köpfen der Journalisten scheint mir ziemlich hoch zu sein. Das Meinungsspektrum draußen im Lande ist oft erheblich breiter. Also es sind nicht nur Pegida-Demonstranten, die irgendwie ein ungutes Gefühl haben manchmal, sondern es ist auch der Außenminister, wenn er in seinen Pressespiegel morgens schaut. Und das als einführende Worte, das ist meine Gliederung für heute Abend. Ich will zunächst mal den Begriff Mainstream definieren, will dann zwei Theorieansätze Ihnen vorstellen, die dazu passen und die das Verständnis dafür, wie Mainstream zustande kommen kann, wie das illustrieren. Dann zeige ich Ihnen Eindrücke, Auffälligkeiten in der Berichterstattung zu drei Themen, nämlich zum Euromaidan in der Ukraine, zur Schuldenkrise in Griechenland und zur Flüchtlingspolitik. Und zum Schluss komme ich zu meinen Vorstellungen, was eine kritische Journalistik in dieser Situation machen könnte oder sollte. Was ist Mainstream? Also es gibt dieses Schlagwort der Mainstream-Medien und das impliziert so ein bisschen, dass es eine Reihe von Medien gibt, die so ein bisschen die zentral sind, so der Kern des deutschen Mediensystems, und die sind, sagen wir mal, offiziöse Medien und das Gegenteil wäre dann vielleicht, wären Alternativmedien. Ich würde aber sagen, das wird der Sache nicht gerecht und ich würde auch gerne runterkommen von dem Begriff der Mainstream-Medien, würde es gerne umdrehen und von einem Medien-Mainstream sprechen. Denn die zentralen oder die großen Medien, die überregionalen Qualitätsmedien und auch Boulevardmedien, also die den Ton angeben in der öffentlichen Debatte, Süddeutsche Zeitung, FAZ, Welt, Bild, Tagesschau, Tagesthemen, heute Journal, Spiegel, Stern, Fokus, die sind ja auch nicht homogen. Und Sie alle haben sicherlich das ein oder andere Mal
auch ganz überraschende, besonders kritische, gegen den Strich bürstende Artikel in diesen Medien gelesen. Daher würde ich sagen, schon das Wort Mainstream-Medien ist zu starr, aber Medien-Mainstream würde bedeuten, es gibt eine Hauptströmung oder eine Hauptrichtung, die die Berichterstattung nimmt. Es gibt Themen und Meinungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Zeitraum von der Mehrzahl der großen Medien geteilt wird. Und es gibt in der Kommunikationswissenschaft, das hat Frau Professor Nevala in ihrem Vortrag auch schon erwähnt, da zwei Begriffe, die das nochmal klarer machen, nämlich den Begriff der Fokussierung, was meint, verschiedene Medien konzentrieren sich auf ein Thema, die fokussieren dieselben Themen und dann kann es sein, dass sie sozusagen zu diesen Themen auch noch eine gleiche Meinung vertreten, dass sie also gleich klingen, das wäre dann der Begriff der Konsonanz, also Mainstream wäre sozusagen eine Mischung aus Fokussierung auf dieselben Themen und ein Gleichklingen auf der Meinungsebene, eine Konsonanz. Nun kann man sich streiten, ob das gut oder schlecht ist, also das Schimpfen auf Mainstream oder Mainstream-Medien heißt ja, das sollte nicht vorkommen, dass man sich auf diese, dass es sowas gibt, so eine Konsonanz. Man muss natürlich aber auch sagen, dass Themen politisch nur dann bearbeitet werden können, wenn es einen gewissen Druck der Öffentlichkeit gibt, ja, auf politische Akteure zum Beispiel. Und ich würde sagen, es ist zum Beispiel gut, wenn das Thema menschengemachter Klimawandel nach Jahrzehnten in der öffentlichen Debatte und im Mainstream angekommen ist, damit es dann politisch bearbeitet werden kann. Es hat milliardenschwere Anstrengungen der Öl- und Autolobby gegeben, dieses Thema von der öffentlichen Agenda fernzuhalten. Nun ist es geschafft, jetzt ist es sozusagen angekommen im Mainstream und das ist aus meiner Sicht nicht schlecht. Also ich will sozusagen runterkommen von einem wertenden Begriff, Mainstream ist schlecht, sondern das ganz wertfrei als analytischen Begriff verwenden, um auch den Druck aus dem Kessel zu nehmen und zu einer Verständigung zu kommen. So, was können Ursachen dafür sein, dass es einen Mainstream gibt, dass Medien dieselben Themen fokussieren und auch noch vom Meinungsbild her gleich klingen? Da gibt es verschiedene Faktoren, auf die Kommunikationswissenschaftler schon hingewiesen haben. Einerseits den Fakt, dass professionelle Journalisten, also die eine gewisse Ausbildung durchlaufen haben, alle mal was gelernt haben von Nachrichtenfaktoren, dass man also Nachrichten aus der Fülle der Ereignisse auswählt, wenn sie bestimmte Merkmale aufweisen, wenn sie neu, wichtig, relevant sind, wenn sie folgenschwer sind, wenn Prominente vorkommen, wenn Sex vorkommt oder was Kurioses. Also es gibt verschiedene Kataloge von Nachrichtenkriterien oder Nachrichtenwerten oder Nachrichtenfaktoren. Und es kann also sein, dass wenn alle dieselben Universitäten oder Journalistenschulen durchlaufen haben, ähnliche Auswahlkriterien anlegen an den Strom der Ereignisse. Ein weiterer Faktor kann sein, wenn sich Journalisten an Kollegen orientieren, wenn sie andere Medien, andere Leitmedien lesen oder die Tagesschau schauen, weil sie sich orientieren wollen, was machen die anderen, weil sie anschlussfähig sein wollen in der Berichterstattung, weil sie ja teilweise auf dasselbe Publikum zielen, wollen sie vielleicht nicht genau völlig was anderes machen, damit die Leute nicht verwirrt sind. So kann es auch zu einer Fokussierung und Konsonanz kommen. Ein weiterer Faktor ist, dass Medien teilweise von denselben Quellen abhängen. Die haben dieselben Nachrichtenagenturen abonniert, über die Meldungen reinkommen. Die kriegen dieselben Pressemitteilungen von Regierungen, Ministerien, von Parteien, großen anderen Institutionen, von Verwaltungen, auch von Wirtschaftsunternehmen. Und das ist meine Hauptthese, ein Mainstream kann dann zustande kommen, wenn man sich gemeinsam am Diskurs von Eliten orientiert. Und dazu stelle ich Ihnen jetzt kurz zwei Theorien vor. Die erste Theorie ist eine ziemlich radikale und linke Theorie aus Amerika. Kommt sie zu uns, nennt sich das Propagandamodell von Edward Herman und dem berühmten Noam Chomsky.
Und die Grundthese ist eine ziemlich harte, für Medienmacher schwer zu schlucken. Große Medien in den USA, heißt die These, dienen nicht der Kontrolle der Mächtigen im Sinne der Bevölkerung, sondern sie betreiben Propaganda für die Sichtweisen der Eliten beziehungsweise für den jeweiligen Konsens, der im Elitenmilieu herrscht. Und zwar, weil Journalismus durch Geld und Macht geformt wird. Also es gibt tiefen strukturelle Einflüsse. Und Herman und Chomsky sagen, eine Nachricht, in großen Medien veröffentlicht werden soll, muss vorher durch 5 Filter gegangen sein. Und zwar sind das die Interessen der Medieneigentümer, also des jeweiligen Medieneigentümers. Und die sagen halt, die Medien in Amerika gehören alle sehr reichen Leuten, die haben alle Profitinteressen, also gibt es schon mal kaum grundsätzliche Kritik am Wirtschaftssystem oder am Kapitalismus. Zweiter Filter, die Interessen von Werbekunden, wichtige Einnahmequelle. Kann sich keiner leisten, es sich mit allen Werbekunden zu verscherzen. Es gibt von Zeit zu Zeit mal einen Fall, wo solche Konflikte öffentlich sichtbar werden. Sie erinnern sich vielleicht an die Lidl-Affäre 2008. Da hat der Stern enthüllt, dass Lidl Mitarbeiterinnen bespitzelt hat mit Überwachungskameras und einer Detektei, die dann protokolliert hat, wann die Kassiererinnen aufs Klo gehen und mit wem sie Intimbeziehungen haben. Das ist im Stern erschienen. Der Stern hat nicht Lidl als Anzeigenkunde, aber Lidl hat damals große Anzeigen geschaltet in der Bild-Zeitung zum Beispiel. Die hatten eine sehr enge Geschäftsbeziehung, Lidl und die Bild-Zeitung. Und man hat das gesehen, dass Bild diesen Skandal verschämt abgehandelt hat in 10 Zeilern auf Seite 2, also fast verschwiegen hat. Und dann gab es ein riesengroßes Interview mit den Lidl-Chefs, die lächelten und sagten, ja, das war vielleicht nicht so schön, aber jetzt ist alles wieder gut und wir bezahlen jetzt allen festangestellten Vollzeitkräften von Lidl 500 Euro Schmerzensgeld. Also da hat man gesehen, Bild hat sozusagen geholfen, Lidls Image wieder aufzupolieren, im Gegensatz zu anderen Medien, die von Lidl vielleicht nicht so abhängig waren von Anzeigen. Das sind so Fälle, wo man das an einer Firma sieht. Es gibt aber auch Fälle, wo es an die gesamte Wirtschaft geht. Ich erinnere an den Spiegel, der Ende der 60er mal einen Linksruck erlebt hat im Zuge der 68er-Bewegung. Da gab es von Linken im Haus das Bestreben, einen kapitalismuskritischen Kurs festzuzurren im Redaktionsstatut. Und dann gab es einen Anzeigenboykott. Im ersten Halbjahr 1971 gingen dem Spiegel dadurch 10 Millionen D-Mark flöten von ganz verschiedenen Konzernen. Und Verleger Rudolf Augstein hat 5 Hauslinke rausgeschmissen und diesen kapitalismuskritischen Kurs wieder revidiert. Also Sie sehen, es gab eine Disziplinarmaßnahme. Wer weiß, was passiert wäre, wenn es sie nicht gegeben hätte. Vielleicht hätten wir bis heute einen sehr linken und kapitalismuskritischen Spiegel. Filter 3 im Propagandamodell sind die Interessen der immer wiederkehrenden Quellen. Die beiden Leute, ja, Herman und Chomsky, sagen, Journalismus oder Redaktionen sind Bürokratien, die sind darauf angewiesen, auf einen stetigen Fluss von billigen Informationen aus glaubhaften Quellen. Die brauchen also den Informationsausstoß zum Beispiel aus Regierungen, Behörden, Verwaltungen, auch Wirtschaftsunternehmen. Und das gibt sozusagen auch eine Restriktion im Diskurs. Filter 4 ist Flakfeuer. Bei unliebsamen Medienaussagen gibt es negative Reaktionen, gibt es Telefonanrufe, gibt es Klagen vor Gericht und so weiter. Und Filter 5 hieß damals, 1988 haben die sich das ausgedacht, Antikommunismus als Kontrollmechanismus, also eine Ideologie, die, wenn sie stark ist, dazu geeignet ist, den Diskurs einzuengen auf 2 Optionen, entweder für uns oder gegen uns. Und wenn ein Medium, also die US-Regierung, bei einem Krieg gegen irgendein pro-kommunistisches Land irgendwie kritisierte, dann konnte man dieses Medium als pro-kommunistisch denunzieren. Dieser Begriff Propaganda hier, der klingt sehr hart und die meinen aber natürlich, also die meinen nicht zentral gesteuerte Propaganda, das ist keine Theorie über eine Verschwörung, dass durchregiert wird per Telefonanruf oder Dekret. Die meinen hier offensichtlich eine Art
Ideologiediffusion durch Marktmechanismen und durch gut sozialisierte Personen, die an den richtigen Stellen sitzen. Also die Eigentümer haben Interessen und berufen Chefredakteure, die in ihrem Sinne sozusagen berichten. Ne? Zum Beispiel. Also das ist mehr eine Theorie über das Wirken von Marktkräften und wie so, also wie auf diese Weise eine Art Restriktion des Diskurses auf die Grenzen des Elitendiskurses zustande kommt. Also das meint diese Theorie. Und es gibt eine zweite, die ist nicht ganz so links und nicht ganz so radikal und nicht ganz so marxistisch-materialistisch, die nennt sich die Indexing-Hypothese, auch aus Amerika, von Lance Bennett, der sagt, eine ähnliche Grundthese, die großen Medien reflektieren in der Regel nur die Debatte, die abläuft in Parlament und Regierung. Also das Meinungsspektrum ist ungefähr gleich in Parlament und Regierung und in den großen Medien. Das sei eine meist unbewusst verfolgte Norm, um effektiver zu arbeiten, um Zeit und Geld zu sparen und Druck und Kritik zu vermeiden. Also Journalisten brauchen Quellen. Das ist praktisch eine Theorie über den Filter 3 aus dem Propagandamodell, die Dominanz offizieller Quellen, die Abhängigkeit von Quellen. Und Bennett sagt, diese Indexing-Norm, die greift unterschiedlich stark. Am stärksten greift sie dann, wenn es um die Wurst geht, wenn es um Krieg und Frieden geht, wenn es um Makroökonomie geht, um Welthandel. Dann, wenn es kritisch wird, halten sich die großen Medien sehr stark an den Diskursrahmen, der sozusagen in der politischen Elite aufgespannt wird. Diese beiden Theorien wollte ich Ihnen kurz vorstellen, weil es illustriert, wie sozusagen eine Orientierung an Eliten funktionieren kann. Und die Frage stellt sich ja noch, ist das eigentlich ein Problem oder ist es sogar ein Segen, also eine Indexing-Norm, wenn also die großen Medien mehr oder weniger das Meinungsspektrum in der Elite anzeigen und jetzt nicht über irgendwas anderes reden oder was anderes meinen, was sie sich eben ausdenken. Es gibt Leute, die sagen, das ist gut so, dass es so gekoppelt ist, der politische Diskurs und der Mediendiskurs, weil die Politiker sind ja wenigstens demokratisch legitimiert. Die Journalisten hat keiner gewählt, die sind irgendwie in ihre Positionen gekommen und es ist gut, dass der Diskurs nicht zerfasert. Das ist ein Argument. Und Bennett selbst, und da stimme ich überein, sagt, Indexing, also in dem Sinne einer eher passiven Presse, die sich aufs Widerspiegeln von Konflikten innerhalb der politischen Elite beschränkt, ist so lange unproblematisch, solange der Elitendiskurs eben alle relevanten Informationen umfasst und alle Argumente und alle Perspektiven, die da eine Rolle spielen. Und ich zitiere hier mal kurz das Bundesverfassungsgericht aus dem Spiegel-Urteil 1966, da sagte es nämlich was Ähnliches, was dazu passt. In der repräsentativen Demokratie steht die Presse als ständiges Verbindungs- und Kontrollorgan zwischen dem Volk und seinen gewählten Vertretern in Parlament und Regierung. Sie fasst die in der Gesellschaft und ihren Gruppen unaufhörlich sich neu bildenden Meinungen und Forderungen kritisch zusammen, stellt sie zur Erörterung und trägt sie an die politisch handelnden Staatsorgane heran, die auf diese Weise ihre Entscheidungen auch in Einzelfragen der Tagespolitik ständig am Maßstab der im Volk tatsächlich vertretenen Auffassungen messen können. Also diese Indexing-Norm, eine passive Presse, wird dann eben problematisch, wenn diese Presse dann nicht mehr dieses Verbindungselement darstellt, ja, zwischen oben und unten, zwischen Parlament, Regierung und der Bevölkerung, die da vielleicht ganz disperse oder ganz andere Interessen verfolgt. Und ich sehe hier nämlich in der gegenwärtigen Situation mindestens drei Themenfelder, wo es kracht, weil es Klüfte gibt zwischen der Meinung der Eliten in Deutschland und der Meinung der Bevölkerung. Und das zeige ich Ihnen kurz anhand von drei Umfragen. Das erste Themengebiet ist die Einwanderung. Es gibt eine Studie, die die Meinung von Eliten und der Meinung der Bevölkerung in Deutschland verglichen hat, was Einwanderung angeht. 2013 ist die rausgekommen und
Einerseits wurden ungefähr 400 Eliten befragt aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Militär, Justiz, Medien und so weiter. Wurde unter anderem gefragt, ich lese mal das zweite Item vor, Einwanderung bereichert das Zusammenleben. Da sagte die Elite, das ist der weiße Balken, war also mit 79% ja, gesagt, jawohl, bereichert das Zusammenleben. Und die allgemeine Bevölkerung, das ist hier der rosane Balken, da waren es so 53%, also deutlich weniger. Noch krasser ist das Verhältnis bei dieser Aussage hier unten, die deutsche Regierung sollte jeden, der kommen möchte, nach Deutschland kommen lassen, solange Arbeitsplätze vorhanden sind. Die Elite in Deutschland hier meint das fast geschlossen, also hier sind 96% haben ja gesagt. Und in der Bevölkerung war das genau die Hälfte, also 50%. Also wir haben hier eine 50-50 gespaltene Bevölkerung und wir ahnen es schon, das schlägt sich gerade nieder natürlich, ne? In den Eruptionen im politischen System, Aufstieg der AfD, dass das hier also ein Thema ist, wo diese Kluft zum Tragen kommt. Eine zweite Kluft zwischen Elite und Bevölkerung sehe ich in Fragen von Militäreinsätzen, von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Da gibt es so seit Mitte der 90er eine wachsende Mehrheit der deutschen Eliten, dass Out-of-Area-Einsätze der Bundeswehr gut sind, okay sind. Und die Bevölkerung ist da mindestens zur Hälfte skeptisch, also auch gespalten. Hier habe ich mal zum Afghanistan-Einsatz Meinungsumfragen zwischen September 2009 und April 2010 eingeblendet. Und auf die Frage, soll die Bundeswehr in Afghanistan bleiben oder möglichst schnell zurückgezogen werden, haben hier gesagt, zurückziehen, dieses helle hier, haben also zwischen 57% und 70% haben gesagt, schnell zurückziehen. Im Gegensatz dazu war im Bundestag stets eine breite parlamentarische Mehrheit jeweils für die Verlängerung des Afghanistan-Mandats, mit Ausnahme der Linkspartei. Also hier hat auch praktisch eine Mehrheit der Parlamentarier stand in Diskrepanz zu einer Mehrheit der Bevölkerung. Und es gibt andere Umfragen, da wurde die Bevölkerung gefragt nach den wichtigsten Zielen, die die deutsche Außenpolitik haben sollte. Und da sind 51% haben den Frieden in der Welt als oberste Norm angesetzt und den Begriff Sicherheit als wichtigstes Ziel deutscher Außenpolitik haben nur 22% der Deutschen befürwortet. Im politischen Diskurs hört man sehr selten das Wort Frieden und hört man sehr häufig das Wort Sicherheit. Also dort wird auch ein Diskurs geführt, der eben ein spezifischer Elitendiskurs ist, so meine These. Und Kluft 3 zwischen Elite und Bevölkerung sehe ich in der Frage des Verhältnisses zu Russland und Amerika. Als Russland die Krim annektierte, März, April 2014, wurde eine Umfrage gemacht, die Sie hier sehen, Infratestim im Auftrag der ARD. Da gab es diese Frage hier, Also im Konflikt mit Russland, wo sollte Deutschlands Position sein? Fest im westlichen Bündnis oder eine mittlere Position zwischen Westen und Russland? Und fest im westlichen Bündnis haben 45% gesagt, mittlere Position zwischen West und Russland 49%. Das ist hier noch nach Ost und West aufgeschlüsselt und Sie sehen hier, dass im Westen hier, die Gelben, ist es leicht höher. Die Zustimmung, also zu einer festen Bindung im transatlantischen Bündnis und etwas weniger Russlandfreunde hier im Westen, aber es sind beileibe nicht nur die Ossis, die da für diese Durchschnittswerte verantwortlich sind. Ossis sage ich jetzt, weil ich selber einer bin. Neutral wäre Ostdeutsche. Und zu eben dieser Zeit hat es ja begonnen, dass in den Kommentarspalten der großen Medien im Netz es richtig gekracht hat. Also die Krim-Annexion war der Punkt. Ich erinnere mich an Zeitartikel aus der Zeit, wo sich Bernd Ulrich wo er bekannt hat, so stark hat es hier noch nie gerumst in den Kommentarspalten. Und das hat eben, glaube ich, mit der Sicht zu tun,
mit divergierenden Erzählungen über diese Ukraine-Krise und alles das, was damit zusammenhängt. Und ich will Ihnen da kurz was präsentieren. Hier sehen Sie, schlecht zu sehen, aber einen Eindruck vom Maidan, Nezalezhnosti in Kiew, zu einer Großdemonstration. Also Sie erinnern sich, ab November 2013 kam es zu Demonstrationen gegen den Präsidenten Janukowitsch. Der hatte ein Assoziierungsabkommen mit der EU in Aussicht und es sollte abgeschlossen werden und er hat sich ganz abrupt dagegen entschieden. Dann kamen Demonstrationen auf, die wurden immer mächtiger. Die waren anfangs friedlich und die wurden dann aber gewalttätiger und bis hin zu brennenden Barrikaden und bis hin zu merkwürdigen Scharfschützen, die bis heute nicht richtig identifiziert wurden. Und es gab also im Februar Vermittlungsbemühungen mit den Außenministern Deutschlands, Polens und Frankreichs. Die haben Regierung und Opposition an einen Tisch gebracht, hatten einen Vertrag sogar unterzeichnet, der die Lage beruhigen sollte. Dieser Vertrag wurde aber von Teilen der Opposition nicht anerkannt und es kam dann zu einem, kann man schon sagen, Umsturz. Janukowitsch floh außer Landes. Es gab Gewaltandrohungen und er wurde anschließend vom Parlament abgewählt und es wurde eine neue Regierung gebildet, eine pro-westliche, die mit den Eliten des Euromaidan. Wie haben deutsche Leitmedien darüber berichtet? Ich habe eine Masterkandidatin auf das Thema angesetzt. Anna Mundt hat das ausgezählt, wie in ARD Tagesschau und ZDF heute über den Euromaidan berichtet wurde. Die hat sich diese Beiträge also angeschaut zwischen Ende November und Ende Februar, also November 2013 und Ende Februar 2014 und hat mal geschaut, wer eigentlich die Quellen waren, die da herangezogen wurden. Also wir haben uns gesagt, es gibt diesen Vorwurf der Parteilichkeit, der parteilichen Berichterstattung. Schlägt er sich oder kann man das irgendwie nachweisen? Zum Beispiel, wer kommt zu Wort? Ja, also wenn jemand einen O-Ton hat, dann kann er eins zu eins seine Position darlegen, seine Perspektive erzählen. Und wir haben also geschaut, wie lange kommen bestimmte Akteure zu Wort. Und haben die Akteure erstmal ganz grob eingeteilt in pro-russische und pro-westliche Akteure. Und da sehen wir hier 20 Minuten pure Redezeit hatten die pro-westlichen Quellen und die pro-russischen Quellen hatten hier 4 Minuten 44, also eine recht ungleiche Verteilung. Wenn man da schaut, wer es denn genau war, die da zu Wort kommen, da waren also ganz vorne dran mit fast 9 Minuten einfache Demonstranten, die jetzt keinen Promi-Faktor hatten. Und danach kam mit fast 7 Minuten Vitali Klitschko, der hier im deutschen Fernsehen als der herausragende Oppositionspolitiker auch erschien, was er nicht alleine war. Es gab also noch Yatsenyuk und Parubi, das Trio mit durchaus unterschiedlichen Interessen und Förderern. Und danach kam der damals noch im Amt befindliche Präsident Janukowitsch mit 1 Minute 35. Es gab weitere Auffälligkeiten. Die Scharfschützenmorde, die ich erwähnt habe, die wurden Janukowitsch angelastet und zwar ohne Belege. Und es gibt inzwischen Recherchen, die das in Zweifel ziehen, dass es Janukowitsch Scharfschützen gewesen sind, weil die waren nämlich zum großen Teil auf Gebäuden und in Gebäuden, die zur Schusszeit in der Hand des rechten Sektors waren, also dem rechtsnationalen bis rechtsextremen militanten Arm des Euromaidans. Die geopolitische Dimension wurde kaum aufgezeigt, also es wurde sehr genau hingeguckt, was Putin in der Ukraine macht, es wurde aber weniger hingeschaut, was westliche Akteure und Institutionen in der Ukraine machen, dass die also auch eben die Euromaidan-Fraktion unterstützen. Wurde, wenn es berichtet wurde, dass Angela Merkel Klitschko unterstützt, wurde da kaum hinterfragt, warum eigentlich, was sind die Interessen. Es kam dann in der Folge zum Beispiel auch zu einem Massaker in Odessa, für das die Guten
verantwortlich waren, nämlich der rechte Sektor. Das wurde in der Tagesschau aber nicht so recht zugeordnet. Da hat man sich beholfen mit Formulierungen, die es als bedauernswerten Unfall dargestellt haben. Dann gab es entführte Bundeswehroffiziere, die ein paar Tage lang fälschlicherweise als OSZE-Militärbeobachter bezeichnet wurden, obwohl sie nicht zur OSZE-Mission gehörten. Das hatte die OSZE relativ früh klargestellt und das kam aber sehr spät an im Mainstream. Etwa um dieselbe Zeit gab es eine Mordserie an oppositionellen Politikern und Publizisten in der Ukraine, also pro-russischen. Davon haben wir wenig oder eigentlich fast gar nichts gehört, im Gegensatz dazu, dass etwa um dieselbe Zeit in Moskau Boris Nemtsov auf offener Straße erschossen wurde. Also in zwei Ländern wurden oppositionell auf offener Straße erschossen, aber in Moskau war das ein großes Thema für uns. In Kiew nach dem Umsturz war es kein Thema für uns. Man kann das als doppelten Standard bezeichnen, ich komme nachher nochmal drauf. Und ein Kritikpunkt, den ich von Johannes Grotzki, dem ehemaligen bayerischen Rundfunk-Hörfunkdirektor, hier zitieren will. Der hat gesagt, der Krieg in der Ostukraine, der sich also ab April abspielte, der wurde im Fernsehen praktisch nicht abgebildet. Bei Russia Today wurde es sehr extensiv gezeigt, ja, in Dauerschleife, wie ukrainische Geschütze in Wohngebiete in Donetsk reingefeuert haben. Bei uns, sagt Johannes Grotzki, ich hab's wahrscheinlich nicht so verfolgt wie Grotzki, der sagt, hat man nicht gesehen. Also meine These, das Muster der Berichterstattung war, oder das Narrativ war hier gut gegen böse. Diese Rollen waren klar verteilt und Informationen, die nicht in dieses Schema passten, wurden tendenziell wurden ignoriert oder so verpackt, dass man Verantwortlichkeiten nicht gesehen hat. Genau. Wie kommt das jetzt? Also ich sage jetzt mal, da gab es eine Parteilichkeit im Medien-Mainstream und wie es dazu kommt, da habe ich jetzt drei Gedanken dazu. Wir hatten schon die Abhängigkeit von PR und dass Klitschko so herausragend bei uns im Fernsehen kam, hängt wohl damit zusammen, dass es eine Arbeitsteilung gab unter den Euromaidan-Eliten. Klitschko konnte gut Deutsch, der hat die deutschen Journalisten versorgt. Wenn die was brauchten, einen O-Ton, dann hat er das übernommen. So kommt es eben dazu, dass wir nicht drei gleichwertige Oppositionspolitiker auf dem Fernsehschirm hatten, sondern eben Klitschko als den großen Star. Zweiter Gedanke ist, die Indexing-Norm kann dafür verantwortlich gewesen sein, dass man sich hier wiederum an den Deutungsmustern und der Meinungsspanne innerhalb der heimischen Eliten orientiert hat. Der Handelsblatt-Chefredakteur damals, Gabor Steingart, der da nicht ganz auf der Linie lag, hat mal gesagt, westliche Medien und Politik sind eins in dieser Frage. Krim-Annexionen, Russland-Sanktionen, also hat sozusagen diese Indexing-Norm auch beobachtet, so von seiner Perspektive aus. Und dann kann es sein, dass es eine unterschwellige Parteilichkeit gab in diesem neuen Ost-West-Konflikt durch westliche Sozialisation von deutschen Journalisten und der Vernetzung vorrangig mit westlichen Quellen. Ich habe in meiner Doktorarbeit ja nach Vernetzungen gesucht, deutscher Journalisten mit Eliten aus Politik und Wirtschaft. Ich zeige Ihnen hier kurz das Gesamtnetzwerk. Das ist ein bisschen unübersichtlich, aber es ist so, dass hier diese roten Kullern, das sind die großen Medien in Deutschland, und die blauen Kullern sind Organisationen, wo sowohl mindestens ein Alpha-Journalist, also ein leitender Redakteur eines Leitmediums in Deutschland involviert war, als auch mindestens eine Elite-Person aus Politik oder Wirtschaft. Und was auffiel, war, dass es hier eine ganze Reihe von Organisationen gab, die, sagen wir mal, das außen- und sicherheitspolitische Establishment des Westens darstellt, also mit besonderer Beteiligung von NATO-Staaten. Also wir haben hier die Atlantikbrücke, wir haben die Münchner Sicherheitskonferenz, die Trilaterale Kommission,
das American Institute for Contemporary German Studies, das Aspen-Institut. Und es war also zu sehen, dass leitende Redakteure von großen Zeitungen wie der Zeit, der Süddeutschen Zeitung, der FAZ, der Welt, dass die eben vor allem in solchen transatlantischen Organisationen involviert gewesen sind. Also mag sein, dass eben die deutschen Journalisten auf der Ressortleiter- und Chefredakteursebene transatlantischer eingestellt sind und genauso wie Politiker bei uns im Bundestag transatlantischer im Schnitt als die Bevölkerung, die da vielleicht halbe gespalten ist und deshalb sich die Deutungsmuster dann eben unterscheiden und dann eben die eine Hälfte sich aufregt, dass es nicht ihren Erzählmustern oder ihren Deutungsmustern entspricht, was sie da im Fernsehen sehen oder in der Zeitung lesen. Zweites Thema ist die Schuldenkrise Griechenlands. Sie erinnern sich, dass im Januar 2015 das hochverschuldete Griechenland eine neue Regierung gewählt hatte, die Syriza-Regierung, eine linke Regierung mit Tsipras Premierminister und Varoufakis als Finanzminister, die sich gewehrt hat gegen Auflagen der Troika, also Troika, Internationaler Währungsfonds, Europäische Zentralbank und Europäische Kommission, stimmt's? Ungefähr, stimmt. Und es kam zum offenen Konflikt zwischen Griechenland und der EU, kann man sagen. Und nach einem halben Jahr war der Spuk vorbei, dann die Syriza-Regierung knickte ein, Varoufakis trat zurück. Und es gibt eine interessante Studie von der Uni Würzburg von Kim Otto und Andreas Köhler. Die haben ungefähr 1500 Artikel aus großen Zeitungen und Online-Portalen untersucht und alle öffentlich-rechtlichen TV-Nachrichten, also Hauptnachrichtensendungen aus dem Jahr 2015 und haben geguckt, wie das mit der Ausgewogenheit und der Unparteilichkeit bestellt war. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass häufig über die griechische Regierung berichtet wurde, also Tsipras und Varoufakis, vor allem Varoufakis, standen häufig im Fokus der Berichterstattung. Es wurden häufig Aussagen über sie getroffen, sie selbst kamen aber kaum zu Wort, also ähnlich wie die pro-russischen Akteure beim Euromaidan, wie wir gesehen haben. Und sie schreiben, medienübergreifend konnte festgestellt werden, dass wenn Akteure der griechischen Regierung durch Adjektive im Text bewertet wurden, diese Wertungen mehrheitlich negativ und äußerst selten positiv waren. Und sie konstatieren generell einen Mangel an Neutralität, an Ausgewogenheit, Vielfalt und Hintergrundberichterstattung, was besonders brisant ist, weil im Rundfunkstaatsvertrag eben die öffentlich-rechtlichen Anstalten zu eben diesen Normen angehalten sind oder verpflichtet werden. Und es dominierte also über weite Strecken die Perspektive aus Berlin und aus Brüssel. Wie kann das kommen? Ich will hier kurz eine Programmbeschwerde des Vereins Ständige Publikumskonferenz für die öffentlich-rechtlichen Medien zitieren. Die hatten also eine Vielzahl von Programmbeschwerden über die Griechenland-Krise eingereicht. Und hier gibt es also ein Schreiben an den ZDF-Intendanten Bellut wegen einer Falschdarstellung im ZDF-Heute-Journal. Frau Gellinek berichtet, alle europäischen Beteiligten sprechen von einem Fiasko. Das war nach einer Verhandlungsrunde zwischen EU und Syriza. Es ist wohl so, dass sich die Griechen auf keinem der umstrittenen Felder in irgendeiner Weise bewegt haben. Und am Schluss hätten sie sich sogar geweigert, die relativ hohen Militärausgaben Griechenlands zu kürzen. Diese Beschwerde argumentiert dann, dass diese Darstellungen falsch sind, denn sie hatten sich bewegt, sie waren einer Forderung der Kreditgeber nachgekommen und hatten eine Kürzung des Militärhaushalts um 200 Millionen Euro angeboten. Das war eben unter anderem bei Spiegel Online und NTV zu lesen. Wie ist die Antwort vom ZDF-Intendanten Thomas Bellut? Er schreibt, Frau Gellinek beruft sich in ihrer Aussage auf Informationen aus dem Teilnehmerkreis dieser Verhandlungen. Das macht sie deutlich mit ihrem Verweis auf die Quelle. Sie hatte gesprochen von europäischen Beteiligten und durch ihre distanzierende Sprache. Sie hatte wohl gesagt.
Sicher ist, die Kürzung der griechischen Militärausgaben war während der gesamten Verhandlungen ein strittiges Thema. Mehrere Quellen aus Verhandlungskreisen haben dem ZDF bestätigt, dass die Europäer die Griechen geradezu bekniet haben, beim Militär zu kürzen. Die griechische Seite dem aber nicht zustimmen wollte. Wir sehen hier das Argument, da hat also die Reporterin mehrere Quellen befragt, aber vermutlich, das ist eine gute Regel der Journalisten, nicht nur eine Quelle, sondern mehrere Quellen. Das Problem war aber wahrscheinlich, dass diese Quellen nicht voneinander unabhängig waren bzw. dieselben Interessen hatten. Gut möglich also, dass durch solche Hintergrundgespräche oder informellen Gespräche mit dann anonymisierten Quellen dann eben ein Narrativ reinkommt, eine Deutung, die dann stellenweise sogar eben die Fakten nicht korrekt wiedergibt. Also im Fall Griechenland mag es sein, dass hier wiederum eine Abhängigkeit von den Quellen verantwortlich war, menschliche Nähe am Korrespondentenstandort, wenn ich da in Brüssel jahrelang bin und immer mit denselben Brüsseler Diplomaten zu tun habe, dass es da eine Annäherung in der Perspektive gibt, Vertrauensverhältnisse sich aufbauen und wenn dann eben ein Gegner Brüssels auftaucht, dass der dann eben auch als Bedrohung wahrgenommen wird. Möglich auch, dass wenn es einen großen, starken Anti-Syriza-Konsens gibt, dass man als Korrespondent dann sich eben dann ungern aus dem Fenster lehnt, wenn man andere Sachen behauptet. Es gibt nachweislich den Fall, dass dissidente Journalisten dann eben nicht mehr das Vertrauen genießen, zu Hintergrundkreisen eingeladen zu werden oder auf Reisen mitgenommen zu werden. Also dass man Angst hat vor sozialer oder beruflicher Isolation. Möglich auch, dass es eine bewusste oder unbewusste Identifikation mit der guten Seite gegeben hat, also mit unserer Seite, mit Europa. Syriza bedroht den Euro und man kämpft sozusagen gemeinsam mit der politischen Elite gegen eine verantwortungslose griechische Regierung und für die Stabilität des Euro als gute Europäer. So, Fall 3, Flüchtlingskrise 2015. Michael Haller hat hier ja schon einen Vortrag gehalten vor ein paar Wochen, wo er über dieses Narrativ der Willkommenskultur viel erzählt hat. Sie erinnern sich, im September wurde das Dublin-II-Abkommen ausgesetzt und es gab zwei Wochen oder so, wo täglich 8.000 bis 10.000 Menschen über die deutsche Grenze kamen. Hier sehen Sie die Zeit, die Tagesthemen und sogar die Bild-Zeitung waren sozusagen in einem Konsens vereint. Refugees welcome, wir helfen. Die Bild-Zeitung hatte Anfang der 90er noch gesagt, das Boot ist voll, als die jugoslawischen Flüchtlinge kamen. Jetzt gab es ganz ungewöhnliche Koalitionen hier in der Medienlandschaft und eine große Konsonanz. Es gab die Bemühungen, Verständnis zu wecken für die Flüchtlinge und für die Politik der offenen Grenzen. Man wollte offensichtlich Fremdenfeindlichkeit keinen Vorschub leisten. Der Medienkritiker Stefan Niggemeier hat sich mit einem Abstand von einem Jahr mal die ganzen Tagesschauen und Tagesthemen angeschaut und hat festgestellt, dass die Sendungen Politikalternativen nicht vermittelt haben und dass die oftmals eben die Perspektive der Flüchtlinge eingenommen wurde, nicht die Perspektive der Einheimischen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Ich konstatiere das jetzt erstmal. Die Bilder damals zeigten oft Frauen, Kinder, Familien. Und es gab dann die Kritik, hey, die Mehrzahl der Flüchtlinge waren aber junge Männer. Da sind also viele Leute misstrauisch geworden, dass dieses Bild, was vermittelt wird, offenbar nicht stimmt. Der ARD-Aktuell-Chefredakteur hat das auch mal eingeräumt. Und das, ein Grund mag natürlich sein, dass Kameramänner hochemotionale Bilder bevorzugen. Kinder wecken mehr Emotionen als junge Männer, die da auf der Flucht sind. Ein FAZ-Korrespondent in London hat mal beobachtet, dass die BBC und die ARD recht unterschiedliche Bilder ausgewählt hatten, als es in Ungarn zu Konflikten kam zwischen Grenzschützern und Flüchtlingen. Die BBC
in einem Land also, was eine restriktive Abschottungspolitik verfolgt hat, die zeigten Männer, die Tore eintraten und Steine warfen. Und in der ARD sah man Frauen und Kinder, die vor Tränengas flohen. Also möglich, dass hier wiederum eine Indexing-Norm, also abhängig von der großen Linie, die gerade in dem Land die nationale Regierung sozusagen fährt, dass hier auch die Bildauswahl, also damit zumindest korrelierte. Und man kann sagen, dass damals, also im Herbst 2015, Sorgen der Einheimischen zum Beispiel vor staatlichem Kontrollverlust, vor kulturellen Problemen oder vor Konflikten um Ressourcen wie Sozialleistungen, Wohnungen und so weiter damals keine Rolle spielten. Dieser Mainstream hat sich dann um fast 180 Grad gedreht mit der Silvesternacht in Köln. Da wurde es dann sozusagen, wurde der arabische Mann und die Gefahren, die von ihm ausgehen, dann in den Fokus gerückt. Und man kann dann sagen, der Fischschwarm ist sozusagen dann einfach in eine andere Richtung abgebogen. Aber das Phänomen des Mainstreams konnte man da sozusagen beobachten. Das sind Screenshots von Mitte August 2015 aus den Tagesthemen. Ein besonders krasses Beispiel für emotionale und eben nicht sachliche Berichterstattung über das Flüchtlingsthema, der hieß Prominente äußern sich zur Flüchtlingsfrage, ein Schwarz-Weiß-Beitrag, künstlerisch aufgemacht mit sentimentalen Klavierklängen, wo Udo Lindenberg und andere Künstler in Deutschland also appellierten an die Bevölkerung, ihre Herzen zu öffnen und das Land ist stark genug, das zu verkraften. Und solche Appelle als normaler Beitrag in einer Hauptnachrichtensendung hat sicherlich viele Leute misstrauisch gemacht. Ja? Sie sollen überredet werden, sich jetzt hier keine Sorgen zu machen. Sie sollen vielleicht sogar moralisch erpresst werden. Also solche gut gemeinte Berichterstattung kann hier, glaube ich, auch zu Reaktanz geführt haben oder eben unproduktiven Reaktionen. Also diese Parteilichkeit in der Flüchtlingsfrage, wo kann die herkommen? Wir sehen wieder eine Konformität mit dem Regierungskurs. Damals gab es also kaum Debatte auch innerhalb der politischen Elite. Das änderte sich später, als Seehofer sich also deutlicher von Merkel distanzierte. Ehemaliger Bonner Büroleiter des ZDF, Wolfgang Herles, schrieb über diesen Fall, ja, in besonderen Zeiten wird das ZDF zum Gesinnungssender, das sei auch nach der Wiedervereinigung so gewesen, wo kritische Berichte über die Wiedervereinigung oder über die Situation in den neuen Bundesländern nicht gerne gesehen wurden und jetzt sei das also wahrscheinlich ähnlich gewesen. Und ein anderer Faktor für diese Berichterstattung, die so einen humanistischen Grundton hat, mag sein, welchen Milieus eigentlich die Journalisten in Deutschland vorrangig angehören. Da gibt es nämlich auch eine Art Repräsentationsdefizit, wenn man so sagen will. Also Journalisten sind in ihrer Milieuzusammensetzung kein repräsentatives Abbild der Bevölkerung. Ich zeige Ihnen mal, wie laut dem Sinus-Institut die deutsche Bevölkerung sich zusammensetzt. Das Sinus-Institut spricht von 10 Milieus, die in Deutschland nebeneinander herleben. Und diese Milieus werden hier auf dieser Art Landkarte angeordnet, so dass hier auf der linken Seite sind die Leute, die konservative, traditionelle Werte vertreten. Und je weiter rechts man kommt, desto progressiver werden die und desto postmaterialistischer werden die und postmoderner. Und also das ist sozusagen die Werteorientierung hier auf der X-Achse. Und hier ist die soziale Lage, das heißt, die Leute, die hier unten sind, die haben wenig Geld und die hier oben sind, die haben ziemlich viel Geld in der Tasche. Und dann gibt es also verschiedene Milieus, wie zum Beispiel das traditionelle Milieu, kleinbürgerlich, Arbeiterkultur, da oben drüber, genauso konservativ, aber mit mehr Geld in der Tasche, die konservativen Etablierten. Hier haben wir die Prekären, die wenig Geld haben, aber schon etwas moderner sind, bis hin zu hier den Hedonisten. Hier haben wir die bürgerliche Mitte, den leistungs- und anpassungsbereiten
Mainstream der Gesellschaft. Hier haben wir so ein sozial-ökologisches Milieu mit den Bannerträgern von Diversity und Political Correctness, wie das Sinus-Institut ausdrückt. Hier oben liberal-intellektuelles Milieu und so weiter. Das ist also die Gesamtbevölkerung, wie sie sich darstellt laut dieser Studie. Jetzt zeige ich Ihnen mal, inwieweit die Journalisten diese Milieus repräsentieren. Das ist eine relativ alte Studie, die stammt von 1999, aber es ist alles, was wir haben in dieser Hinsicht. Und es sind auch nur bayerische Journalisten, die erhoben wurden. Also es ist eingeschränkt. Wer weiß, wie gültig es heute noch ist, aber ich sage Ihnen mal, was damals Phase war. Dass diese gestrichelte Linie, das ist die Bevölkerung, das sind also die Prozentzahlen der Bevölkerung, und die durchgehende Linie, das sind die Journalisten. Und hier haben wir also eine massive Überrepräsentation des liberal-intellektuellen Milieus. 43% der Journalisten gehörten diesem Milieu an, aber nur 10% der Gesamtbevölkerung. Ebenfalls noch stark überrepräsentiert das postmoderne Milieu, 22% der Journalisten, nur 5% der Bevölkerung. Genau repräsentiert waren die konservativen Etablierten, und alle anderen waren aber unterrepräsentiert. Das heißt, wir haben in den Redaktionen durchschnittlich mehr progressive Werte, mehr postmaterialistische Leute, während kleinbürgerliche Werte, konservative Werte und prekäre Lebenslagen eher unterrepräsentiert sind. Und das kann natürlich dazu führen, dass in Redaktionskonferenzen andere Fragen gestellt werden als in Milieus, die hier eben unterrepräsentiert sind. So, ich komme fast zum Schluss. Jetzt nach diesen Ausführungen über bestimmte Mainstream-Phänomene und vermutliche Hintergründe, was sollte kritische Journalistik tun? Sie sollte Mainstream messen, sie sollte verstärkt solche Fokussierung und Konsonanz messen, und sie sollte den Schritt vom Text zum Kontext gehen. Also aus meiner Sicht reicht es nicht, dann den Inhalt zu erfassen, sondern vergleichen. Also einen Kontext herstellen heißt für mich vergleichen, und vergleichen kann man mit verschiedenen Sachen. Hier sehen Sie das Bild des Congressional Record, das ist die Zeitung des US-Kongresses. Es gibt Studien zur Indexing-Hypothese, die haben die Meinungsspanne in der New York Times zum Beispiel verglichen mit der Meinungsspanne im Congressional Record als Abbild der Debatten im Parlament. Und das war ganz spannend, da kam nämlich raus, dass in der Zeitung nicht mal die Meinungsspanne im Parlament repräsentiert wird, nicht vollständig, sondern die Opposition hatte ganz schlechte Karten. Es wurden die Mächtigsten oder die Regierungspartei bevorzugt. Ja. Eine weitere Möglichkeit zu vergleichen ist, Meinungsspanne in großen Medien zu vergleichen, zum Beispiel mit Leserkommentaren. Es gibt eine Studie über Kommentare unter Artikeln über den Wahlerfolg der AfD bei der Bundestagswahl 2013. Damals war die AfD ja fast eine reine Anti-Euro-Partei, da war das Einwanderungsthema noch nicht so groß. Und da kam also raus, dass tatsächlich da eine relativ homogene Berichterstattung Anti-AfD lief, und darunter wurde halt der Diskurs erweitert, und da kamen sozusagen die Anhänger der Partei zum Zuge mit ihren Argumenten. Ups, hier fehlt was. Ich erinnere nochmal an das Propagandamodell, und ich halte Studien für wichtig, die Abhängigkeiten von diesen Akteuren rund um den Journalismus in den Fokus nehmen. Wir haben hier 2010 eine interessante Studie gehabt über den Einfluss der Eigentümerinteressen auf die Berichterstattung, und zwar was den Mindestlohn bei der Post angeht. Und zwar wurden dort Zeitungen untersucht, zwei Zeitungen, deren Verlagshäuser selbst im Postgeschäft mitmischten, also bei der PIN Group beteiligt waren, wo die Eigentümer also kein Interesse daran hatten, dass es einen Mindestlohn für diese Branche gibt,
und zwei Zeitungen, die keine geschäftlichen Interessen hatten im Postbereich. Und es kam übrigens raus, dass das nicht so einfach war, also nicht die platte These, Eigentümerinteressen schlagen 1:1 durch, sondern es war tatsächlich so, dass eine Zeitung mit Geschäftsinteressen dagegen war und die andere war dafür, je nach publizistischer Grundhaltung. Also hier wurde herausgefunden, dass die Ideologie der Zeitung vor den Eigennutz ihrer Eigentümer ging. Filter 2 waren ja die Interessen der Werbekunden. Es gibt eine sehr spannende Studie von 2014 aus der TU Dresden über eine ganz seltsame Synchronisation von Anzeigen und Berichterstattung über die Unternehmen, die die Anzeigen geschaltet haben. Die haben bei Focus und Spiegel über ein Jahr lang erfasst, wer hat wie viele Anzeigen geschaltet, also welche Unternehmen haben, welche haben wie viele Anzeigen geschaltet und wie wurde über diese Unternehmen berichtet. Und die haben festgestellt, dass je mehr Werbung ein Unternehmen schaltete, desto häufiger, desto freundlicher und mit umso mehr Produktnennungen über diese Unternehmen berichtet wurde. Und das im Spiegel und im Fokus. Also das ist ein beunruhigender Befund. Es ist nicht klar, ob es tatsächlich eine Korrumpierung der Redaktionen durch die Werbebudgets der Konzerne gegeben hat. Es kann auch eine Drittvariable gegeben haben. Weiß man nicht, aber es geht sozusagen in diese kritische Richtung, die ich wichtig finde. Und meine eigene Doktorarbeit würde ich hier mal anführen als Beispiel dafür, dass man Abhängigkeit von Journalismus von Quellen untersuchen kann. Also bei mir ging es ja um Netzwerke, um Beziehungen zu Quellen und ich habe es noch verglichen mit den Argumenten in den Kommentaren der Journalisten und fand da auch einen Gleichklang, also dass in bestimmter Hinsicht auch im Angesicht von einer Kluft zwischen Elite und Bevölkerung beim Militäreinsätzen, da Journalisten, die im Elitenmilieu vernetzt waren, eben vor allem die elitäre Sicht vertreten haben, dieselben Argumente da vertreten haben. Es gab, das sieht man jetzt hier schlecht, aber das ist ein Büchlein von Hans Magnus Enzensberger gewesen. 1961 hat er die FAZ verglichen mit einem ganz, fast mit 10 anderen Zeitungen aus verschiedenen Ländern und kam auf erstaunliche Leerstellen und man hat also, dass die FAZ Sachen über den Kongo-Krieg verschwiegen hat, die andere Zeitungen gebracht haben und er folgerte, dass die FAZ damals Interessen europäischer Hintermänner einer Konfliktpartei im Kongo-Krieg offenbar geschützt hat. Und hier eine ganz neue Studie von der Uni München, da wurde Berichterstattung verglichen zwischen den 24/7 News Channels verschiedener Länder, also CNN aus Amerika, BBC aus Großbritannien, France 24, Russia Today, Telesur aus Südamerika, Al Jazeera Englisch, mit dem Befund, dass die Berichterstattung, also die Repräsentation von Welt oder von Realität hier völlig unterschiedlich ist und jeweils die regionalen Besonderheiten und die politischen Interessen auch der Eigentümer spiegelten. Auch für mich ein interessanter Ansatz. Das ist auch eine Programmbeschwerde von zwei ehemaligen NDR-Redakteuren, die beschweren sich hier, dass die Tagesschau einen Amnesty International-Bericht über den Krieg gegen den Jemen nicht gebracht haben. Die reichen ständig solche Programmbeschwerden ein, Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer. Und das finde ich auch ganz spannend. Also wenn man schaut, es gibt Menschenrechtsorganisationen, die listen Menschenrechtsverstöße auf. Warum nicht das mal vergleichen, welche Menschenrechtsverstöße es in die Tagesschau schaffen und welche nicht? Die beiden Ex-Redakteure haben den Eindruck, es wird systematisch sozusagen je nach Verursacher der Menschenrechtsverletzungen wird betont oder weggelassen. Was ich da vorschlage, ist natürlich, Berichterstattung zu vergleichen mit der Realität. Das hat große Probleme, bringt Probleme mit sich, weil es gibt nirgendwo
eine zweifelsfreie Repräsentation von Welt und dann kann man eben die Nachrichten damit vergleichen. Es gibt ein ganz einflussreiches Buch von 1976 von Winfried Schulz, Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien. Der hat sich damals ganz vehement dagegen ausgesprochen, gegen das, was ich jetzt hier fordere. Der hat geschrieben, uns scheint der Versuch, die Medienrealität falsifizieren zu wollen, grundsätzlich ungerechtfertigt und auch unmöglich zu sein. Selbst bei wohlwollender Zurückhaltung in der Quellenkritik kann man diesen Informationsträgern, er meinte damals Statistiken, Jahrbücher und sowas, auch nur den Charakter von Selektion und Interpretation dessen, was die jeweiligen Herausgeber als Realität sehen oder ausgeben möchten, zubilligen. Und ich will auch nicht hinter diesen, ich will nicht zu einem naiven Realismus zurückkehren, ja, dass man keine Quellenkritik betreibt, aber ich glaube, wir sollten verstärkt auch eben vergleichen mit anderen Medien oder auch eben mit Jahresberichten von Menschenrechtsorganisationen. Also zusammengefasst, mir geht es darum, mehr politische oder politisch brisante Forschung zu haben, keine ideologische, keine Forschung, die vorher schon weiß, wie das Ergebnis sein soll, aber Forschung, die Macht thematisiert, die Interessen thematisiert und Diskrepanzen in der Machtverteilung oder Interessengegensätze. Forschung, die aufklärt, Forschung, die Strukturen transparent macht, sowohl in der Berichterstattung als auch in dahinterstehenden Macht oder Konstellationen, wo Einfluss ausgeübt wird. Das ist mein Plädoyer an die Disziplin und damit möchte ich schließen.